Jetzt kommt Markus Heim dran mit dem wichtigen Thema Fettleber. Markus Heim ist der Leiter von Clarunis hier am Universitätsspital Basel, der konservative Teil, der sich mit der Fettleber unter anderem beschäftigt. Vielen Dank, Roland. Meine Damen und Herren, vor 20 Jahren, außer ein paar ganz wenigen, hat sich kein Mensch für die Fettleber interessiert. Heutzutage, wenn Sie an einen Leberkongress gehen, ein Viertel bis ein Drittel des wissenschaftlichen Inhalts der Abstracts kümmern oder betreffen diese Krankheit. Es ist eine Krankheit, die immer wichtiger wird, nicht nur für die Spezialisten, sondern vor allem auch für die Grundversorger. Ich möchte Ihnen auch einen Fall präsentieren. Es ist ein 50-jähriger Amerikaner, der vor 3 Jahren nach Basel gekommen ist. Er arbeitet bei einem der beiden Pharmaunternehmen. Und 6 Monate vor seinem Umzug hatte er eine Routine-Check-up-Untersuchung. Der Patient war klinisch vollkommen asymptomatisch und dort wurde zufällig ein Ferritin von über 1000 Mikrogramm pro Liter festgestellt. Die ASAT war normal, die ALAT war mit 60 erhöht. Normwertig ist er etwa 38 oder 40 dort. Es wurden keine weiteren Abklärungen gemacht. Dem Patienten wurde gesagt, dass er eine Hämochromatose hat und die Aderlasstherapie wurde begonnen. Er hatte 2 Aderlässe oder besser gesagt 2 Phlebotomien vor seiner Übersiedlung nach Basel. Dann hat ihn der Werkarzt zu uns überwiesen. In der Anamnese, sie war weitgehend unauffällig, berichtet 2006, hatte man ihm die Diagnose einer Steatose mitgeteilt. Seit 5 bis 6 Jahren nimmt er einen Cholesterinsenker. Er habe auch immer ein leicht erhöhtes HbA1c, teilweise Morgensteifigkeit in den Fingergelenken, trinkt wenig Alkohol und wie gesagt, außer Simvastatin keine Medikamente. In der körperlichen Untersuchung mit 25,1 ein leicht erhöhter BMI. Er ist aber deutlich untersetzt im Körperbau. Blutdruck 128/84, Herzfrequenz 71, sonst vollkommen unauffällig. Im Labor das Blutbild normal, das Chemogramm normal, also vollkommen normale Leberwerte. Die Triglyceride sind erhöht, das Ferritin ist jetzt noch 331. Das Eisen ist normal, die Transferinsättigung ist ebenfalls normal. Die Glucose ist erhöht und das HbA1c ist ebenfalls erhöht. Im Ultraschall zeigt sich das Bild einer Steatose, also eine Bright Liver. Und jetzt kommt meine Frage. Wie beurteilen Sie diesen Fall aufgrund der vorliegenden Befunde und Informationen? Erstens, der Patient hat eine Hämochromatose, die auf Aderlässe gut angesprochen hat. Er braucht periodische Aderlässe. Zweitens, der Patient hat eine Fettleber, das erhöhte Ferritin ist dadurch erklärt, er braucht keine Aderlässe. Drittens, der Patient hat eine Fettleber, das erhöhte Ferritin ist dadurch teilweise erklärt, er braucht Aderlässe, um das Ferritin in den Normbereich zu senken. Und viertens, der Patient braucht eine Abklärung der Fettleber mittels Leberbiopsie. Bitte stimmen Sie ab, muss ich etwas machen oder? Nein, ich glaube nicht. Wo muss ich drücken? Oh, voting, okay. Jawohl. Okay, Sie sind sehr invasiv, wie ich sehe. Wir kommen darauf zurück. Also, Definition der Fettleberkrankheit oder Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD. Sie beruht auf 2 Pfeilern. Einerseits der Nachweis einer Steatose. Das kann man mit einer Bildgebung oder mit einer Histologie machen. Und dann der Ausschluss von sekundären Ursachen einer Steatose. Darauf beruht die Diagnose einer NAFLD. Jetzt die Steatose ist definiert als mehr als 5% der Hepatozyten mit Fettvakuolen. Der Goldstandard ist die Leberbiopsie mit der Histologie. Man kann die Steatose aber auch bildgebend diagnostizieren, am häufigsten mit dem Ultraschall, diese Hyperechogenität, die Bright Liver.
Und genauer wissenschaftlich ist die MR-Spektroskopie und das MR-Proton Density Fraction. Die sind sehr zuverlässig, wie wir wissen, werden in klinischen Studien gebraucht, aber in der klinischen Praxis werden sie noch nicht verwendet. Jetzt zu diesem Ultraschall. Die Wertigkeit des Ultraschalls wurde in mehreren Untersuchungen gezeigt. Ich habe stellvertretend hier eine Arbeit aus dem Jahr 2006 genommen, weil ich finde, sie ist methodisch sehr gut gemacht. Zwei Untersuchende haben hier etwas über 200 Patienten untersucht. Die haben alle eine Leberbiopsie bekommen. Die Steatose wurde quantifiziert, histologisch. Die Untersucher hatten eine Kappa-Statistik von 0,83, das heißt perfekte Übereinstimmung zwischen diesen beiden Untersuchungen in Bezug auf die Diagnose Bright Liver. Und die Sensitivität und Spezifität habe ich Ihnen hier angegeben. Sensitivität ist 64%, also nicht so hoch, aber die Spezifität war 97%. Das heißt, wenn Sie so ein Bild sehen, wie ich Ihnen gezeigt habe, können Sie mit 97% Sicherheit davon ausgehen, dass es sich um eine Fettleber handelt. Wenn man aber dann schaut, die Untergruppe oder die Patienten, die mehr als 30% der Hepatozyten verfettet hatten, da steigt dann auch die Sensitivität auf 91%. Also ist eine gute Untersuchung in diesem Kontext. Was sind sekundäre Ursachen, die wir ausschließen müssen? Das Allerwichtigste ist natürlich der Alkohol, der auch eine Fettleber machen kann, wie Sie wissen. Und hier hat man einen arbiträren Grenzwert definiert, der eigentlich weltweit anerkannt wird. Und das sind 30 Gramm pro Tag bei den Männern und 20 Gramm bei den Frauen. Also wer weniger als diese Grenzwerte trinkt und eine Fettleber hat, der hat eine nicht-alkoholische Fettleber. Und wer mehr als das trinkt und eine Fettleber hat, der hat eine alkoholische Fettleber. Das ist offensichtlich eine arbiträre Definition. Man musste einfach irgendetwas definieren und da hat man sich darauf geeinigt. Dann habe ich eine Reihe von anderen Krankheiten angeführt, die auch eine Fettleber machen können. Wie gesagt, viel weniger wichtiger als das Alkoholproblem. Hepatitis C ist ja langsam am Verschwinden bei uns, weil wir sie alle heilen. Und die anderen Krankheiten sind selten. Außer vielleicht die medikamentös-toxischen Hepatopathien. Das ist etwas, das wir immer wieder sehen. NAFLD ist ein Spektrum von Krankheiten. Es gibt die einfache Fettleber, die heißt NAFL. Und es gibt die entzündete Fettleber, die heißt NASH. Und bei der NASH unterscheiden wir noch zwischen einer NASH ohne Fibrose und einer NASH mit Fibrose. Das Endstadium einer NASH ist die NASH-Zirrhose. Wir haben viele Patienten, die haben eine Zirrhose, wenn wir sie das erste Mal sehen. Wir machen eine Biopsie, es hat überhaupt kein Fett. Kein bisschen Fett in der Leber, wir finden keine andere Ursache für diese Zirrhose und wir sagen dem kryptogene Zirrhose und es gibt viele Leute im Gebiet, die sagen, dass 90% von diesen kryptogenen Zirrhosen sind eigentlich ausgebrannte NASH-Zirrhosen und das ist natürlich schwierig zu beweisen, aber es ist so ein Konsens im Gebiet. Und dann das hepatozelluläre Karzinom. Gehört auch zu NAFLD und unangenehmerweise, die meisten hepatozellären Karzinome entstehen im Rahmen einer Zirrhose. Bei der NAFLD gibt es vor allem Daten aus Japan, die zeigen, dass Karzinome dort entstehen, auch in nicht-zirrhotischen Lebern. Und bei einer Arbeit war das in 30% der Patienten der Fall, sodass es eben Leute auch gibt, die sagen, das hepatozelluläre Karzinom ist auch ein Ausdruck von dieser nicht-alkoholischen Fettleberkrankheit, natürlich, wenn ein Patient eine solche hat. Die NAFLD ist häufig, 20-30% weltweit, am häufigsten so Südamerika und Mittlerer Osten, am wenigsten häufig in Afrika. Das sind neue Zahlen, die wir haben. Sie sehen in Europa so 23%, Nordamerika 24%. Wir haben ja alle das Gefühl, wir sind viel besser oder viel weniger dick als die Amerikaner. Das stimmt aber aufgrund von diesen neuen Daten nicht. Bei der Prävalenz der NASH wird es sehr, sehr ungenau, weil ich sage Ihnen, ich zeige Ihnen später dann noch, oder Sie wissen es wahrscheinlich auch, die NASH können wir nur aufgrund einer Leberbiopsie diagnostizieren. Deshalb sind die Prävalenzzahlen ganz, ganz schlecht. Es sind eigentlich Schätzungen, nicht richtige Zahlen. Wir schätzen, dass 7-30% der Patienten mit einer NAFLD eine NASH haben. Und das bedeutet etwa in der Bevölkerung 1,5-6,5% sind so die Schätzungen.
als eine sehr häufige Krankheit. Was sind die assoziierten Krankheiten und Komorbiditäten, die mit der NAFLD einhergehen? Natürlich denken alle an die Obesitas. Ich zeige Ihnen hier ein BMI von über 30, das sind 51%. Es sind also nicht alle obes, die eine NAFLD haben. 50% haben ein BMI unter 30. Typ 2 Diabetes ist in fast einem Viertel der Patienten vorhanden. Die Hyperlipidämie eigentlich sehr häufig, 70%, auch die arterielle Hypertonie, das metabolische Syndrom. Jetzt komme ich ein bisschen zu Empfehlungen. Die EASL, also die Leber, die Hepatologen, die Diabetologen und die Adipodologen oder Obesitosologen, ich weiß nicht, wie man den sagt, die haben sich da zusammengetan und haben eine Empfehlung herausgegeben, 2016, auf die wir eigentlich unsere klinische Aktivität so einigermaßen versuchen abzustützen. Und da wird postuliert, dass Patienten mit einer Steatose sollten auf das Vorliegen eines metabolischen Syndroms abgeklärt werden, auch bei normalen Leberwerten. Also wenn Sie zufallsmäßig eine Lebersteatose feststellen, dann sollten Sie die Patienten untersuchen, ob sie ein metabolisches Syndrom haben. Und umgekehrt, und das ist etwas, das leider nicht stattfindet und das ich hoffe, ich Ihnen ein bisschen als Take-Home-Message mitgeben kann, Patienten mit einer Obesitas, Typ-2-Diabetes oder einem metabolischen Syndrom sollten bezüglich einer NAFLD abgeklärt werden. Und das macht man mit Leberwerten und mit einem Ultraschall. Das metabolische Syndrom, das habe ich Ihnen mehr einfach für Ihre Unterlagen gegeben. Es gibt ja verschiedene Definitionen und ich habe Ihnen jetzt einfach das da von diesen drei Fachgesellschaften mitgegeben. Ich kann vielleicht von unserem Patient kurz schauen, wie viele Kriterien er erfüllt. Er erfüllt wahrscheinlich da das Kriterium 1, ich muss Ihnen aber sagen, ich habe den Bauchumfang peinlicherweise nicht gemessen bei diesem Patienten, aber er hat sicher eine erhöhte Glukose, er hat eine Hypertrigliceridämie. In Punkt 4, er braucht einen Cholesterinsenker, also er hat sicher 3 von 4, er hat ein metabolisches Syndrom, unser Patient. Jetzt, wie machen wir die Abklärung? Und das ist so vielleicht ein Schema, das Sie auch mal gebrauchen können in Ihrem klinischen Alltag. Wenn Sie einen Patienten haben mit seinen metabolischen Risikofaktoren, ich habe Ihnen gesagt, Abklärung bezüglich NAFLD ist empfohlen von diesen Fachgesellschaften, das macht man mittels Ultraschall und Leberwerten. Jetzt können wir mal da ganz links gehen, das sind die einfachsten. Keine Steatose, die normalen Leberwerte, also ein Patient mit metabolischen Risikofaktoren oder ohne Fettleber, mit normalen Enzymen, das kann man einfach in 3 bis 5 Jahren noch einmal nachkontrollieren. Wenn diese Patienten aber erhöhte Leberwerte haben, dann empfiehlt hier diese Fachgesellschaften, sollte der Patient weiter abgeklärt werden. Wenn Sie einen Patienten haben mit einer Fettleber, abnormale Leberenzyme, heißt Specialist Referral, wenn Sie normale Leberwerte haben, das ist bei unserem Patienten der Fall, dann sagen Sie, hier soll man diese Serum Fibrosis Markers machen, bei tiefem Risiko einfach Nachkontrolle, bei intermediärem oder hohem Risiko auch wiederum eine weitere Untersuchung, eine weitere Abklärung. Und dieser NAFLD Fibrosis Score, den können Sie dann auch in den Unterlagen finden, Sie den Weblink. Da können Sie auf diesen Calculator und das eingeben. Ich habe das jetzt für unseren Patienten gemacht, oder er war 50 Jahre, 25 BMI, ASAT, ALAT und so weiter, habe ich eingegeben und er hat jetzt einen Score von -0,163. Und er fällt deshalb in diese Zwischengruppe von Intermediate Score. Also wenn es tiefer als -1,4 ist, dann sind Sie sicher, der hat keine Fibrose. Wenn es höher ist als 0,67, dann hat er wahrscheinlich eine höhergradige Fibrose oder eine Zirrhose und er ist natürlich gerade dazwischen. Jetzt, was sind die Abklärungen bei NAFLD? Das metabolische Syndrom sollte eben abgeklärt werden und dann entsprechend
den Richtlinien für diese Krankheiten auch behandelt werden, wenn sie vorliegen. Dann sollte man andere Leberkrankheiten ausschließen. Und es gibt dabei zwei Leberkrankheiten, die immer wieder zu Diskussionen Anlass geben. Das eine ist eben die Hämochromatose. Das war ja auch bei diesem Patienten der Fall. Ferritinerhöhungen sind sehr häufig bei NAFLD. Müssen Sie wissen, auch über 1000 ist absolut, finden wir immer wieder bei Patienten mit NAFLD. Aber die Transferinsättigung ist normal bei einer NAFLD. Das war ja auch bei diesem Patienten der Fall. Falls aber die Transferinsättigung über 45% ist, dann sollten Sie eine Abklärung bezüglich Hämochromatose durchführen. Das andere sind die antinukleären und glatte Muskulaturantikörper, die sind auch häufig erhöht bei der NAFLD und dann denkt man an eine Autoimmunhepatitis, die gleichzeitig vorliegt. Muss man nicht wirklich abklären, außer sie haben deutlich erhöhte Transaminasen, dann muss eine Leberbiopsie gemacht werden, um eine Autoimmunhepatitis auszuschließen oder zu diagnostizieren. Dann gehört sicher eben die Bildgebung dazu, das ist ja am Anfang, zur Diagnose wird meistens ein Ultraschall gemacht, eventuell ein Fibroscan, dessen Validität und Wertigkeit bei der NAFLD immer wieder in Frage gestellt wird, weil Fibroscan bei obesen Patienten zu machen, ist häufig nicht sehr einfach. Dann das CT und MRI kann man ebenfalls machen. Und dann in ausgewählten Patienten die Leberbiopsie. Jetzt komme ich zur Leberbiopsie, dass Sie ja bei 45% von Ihnen wollen den Patienten biopsieren. Die definitive Diagnose, die Unterscheidung von NAFL und NASH, kann nur mit der Leberbiopsie gemacht werden. Es gibt keine andere Methode, keine Serummarker, keine Bildgebung, nichts. Nur die Leberbiopsie kann das. Und die Kriterien sind stringent. Sie müssen für die Diagnose einer NASH müssen alle drei Hallmarks einer NASH vorhanden sein, also Steatose und Ballooning und lobäre Entzündung. Ich habe Ihnen hier so eine Histologie gezeigt. Zusätzlich erlaubt die Leberbiopsie ein Staging, also sagt Ihnen aus, wie weit die Fibrose schon vorgeschritten ist. Jetzt, bei wem soll man das machen? Und da habe ich Ihnen jetzt nicht nur die europäischen unten, sondern auch die amerikanischen neueren Empfehlungen gegeben. Und Sie sehen, sie sind widersprüchlich. Die beiden können sich also nicht einigen, die beiden Fachgesellschaften. Die ASLD, die Amerikaner, sind für einmal aggressiver bezüglich der Indikation zur Biopsie. Die Amerikaner sagen, Patienten mit einem NAFLD und mit einem metabolischen Syndrom sollten biopsiert werden. Also unser Patient sollte biopsiert werden, gemäß den Richtlinien aus Amerika. Patienten mit hohen Scores im Biomarker-Test oder hohen Werten im Fibroscan sollten ebenfalls biopsiert werden, sagen die Amerikaner. Die Europäer, die sagen, man soll mittels Biomarkern oder einem Fibroscan eine höhergradige Fibrose ausschließen und nur falls diese nicht ausgeschlossen werden kann, mit diesen nicht-invasiven Methoden soll eine Leberbiopsie gemacht werden. Bei uns wäre also der Patient, da er einen Intermediate Score hatte, oder bei diesem NAFLD Fibrosis Score, er hat keinen höhergradigen Score dort, müsste man ihn nicht biopsieren gemäß den Europäern, aber gemäß den Amerikanern müsste man ihn biopsieren. Was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten bei der NAFLD? Es sind sich alle einig, dass die pharmakologischen Therapien nur bei der NASH und Fibrose eingesetzt werden sollen. Also die reine Fettleber soll nicht pharmakologisch therapiert werden. Bei allen Formen der NAFLD sind Lifestyle-Interventionen angezeigt. Und dann natürlich die Komorbiditäten, die sollen gemäß gültigen Indikationen behandelt werden. Zu den Lifestyle-Interventionen, das sind Diät, körperliche Aktivität und Gewichtsabnahme. Wir wissen, sie sind wirksam in Bezug auf Entzündung und Fibrose der NASH. Wir wissen auch, dass es eben mehr als 5% Reduktion des Körpergewichts verhindert die Zunahme der Fibrose in über 90% der Patienten. Leider, wie schon Emmanuel Buri gesagt hat, ist diese anscheinend leichte Reduktion des Körpergewichts häufig nicht zu erreichen. Und hier ist eine Arbeit, die ich stellvertretend für viele Arbeiten zeige, die das untersucht haben. Sie kommt aus Kuba und Spanien. Und
Da hat man 290 Patienten mit histologisch gesicherter NASH eingeschlossen und hat ein Jahr eine Lifestyle-Intervention gemacht. Das ist eine hypokalorische Diät, also 750 Kilokalorien pro Tag weniger als der normale Umsatz, den sie hatten. Und dann 200 Minuten pro Woche mussten sie gehen und vorher und nachher eine Leberbiopsie gemacht. Und Sie sehen, dass bei allen Patienten, die über 10% Gewicht verloren haben, gibt es keine Verschlechterung und 81% verbessern sich, 10% bleiben gleich. Und 7-10% ist auch ein ausgezeichnetes Ergebnis. Was ich Ihnen hier auch zeigen möchte, ist ein bisschen, dass auch die, die eben nicht erfolgreich waren, gibt es auch in 45% eine Verbesserung. Das ist wichtig für all die Studien, die auf uns zukommen werden. Sie müssen wissen, dass der Spontanverlauf dieser Krankheit in fast der Hälfte der Fälle, wenn Sie vor und nach einem Jahr eine Leberbiopsie machen, in fast der Hälfte wird es besser, ohne dass eigentlich irgendetwas passiert. Das sind die bitteren Zahlen bezüglich der Häufigkeit, wie viele Patienten in welche Kategorie gefallen sind. Also 2/3 der Patienten in dieser Studie haben es nicht geschafft, mehr als 5% abzunehmen. Und diejenigen, die eben gut sind, oder das sind hier die 20%, also 20% konnten das durchziehen. Jetzt Pharmakotherapie 2019. Es sind viele Substanzen in klinischen Studien. Noch keine ist zugelassen. Es gibt keine Therapie, keine medikamentöse Therapie der NASH. Klar nicht empfohlen, habe ich hier aufgeführt, was man nicht für die NASH-Behandlung geben kann. Aber man kann natürlich Metformin geben zur Behandlung eines Diabetes Typ 2 bei einem Patienten, der eine NASH hat. Das kann man ohne weiteres. Aber als alleinige Behandlung der NAFL sind all diese Medikamente nicht empfohlen. In bestimmten Patienten kann man Vitamin E und Pioglitazon geben. Das ist eine ganz weiche Empfehlung. Und dann die Alkoholabstinenz wird immer sehr stark empfohlen. Und es macht, glaube ich, auch Sinn. Ich muss Ihnen aber sagen, dass es keine Evidenz gibt dafür, dass das wirklich etwas nützt. Aber wir empfehlen es selbstverständlich. Das ist ein kleiner Ausblick. Alle großen Pharmafirmen forschen auf dem Gebiet der NAFLD. Es werden Targets im Metabolismus, im Entzündungshemmer und antifibrotisch werden untersucht und getestet. Ich will Ihnen nur zwei hervorheben, weil Sie wahrscheinlich in nächster Zeit mal damit zu tun haben, davon hören. Das eine sind diese FXR-Agonisten. Sie greifen ein in einen zentralen Regulator des Lipid-, Cholesterin- und Glukosestoffwechsel, dieser FXR, das ist ein Transkriptionsfaktor. Und das andere, das ist dieser FGF, Fibroblast Growth Factor 19. Das ist ebenfalls ein Target, das sehr, sehr vielversprechende Phase 2-Studien gezeigt hat. Das sind so Targets, die möglicherweise als nächstes aktuell werden. Dann noch ein letztes Wort zur bariatrischen Chirurgie. Wir wissen, die bariatrische Chirurgie verbessert Fibrose und NASH. Sie hat eine tiefe Morbidität und Mortalität, solange keine dekompensierte Zirrhose vorliegt. Bei dekompensierten Zirrhotikern dürfen Sie die bariatrische Chirurgie, kann man das nicht mehr machen. Es ist aber immer noch keine etablierte Therapie zur Behandlung der NASH alleine. Oder? Also das, ich muss aber sagen, oder wenn Sie einen Patienten haben mit einer morbiden Obesitas und wir machen eine Abklärung der Leber und wir sehen, er hat einen Fibrosegrad 3, dann sind wir natürlich aus hepatologischer Sicht sehr interessiert daran, dass er möglichst schnell eine bariatrische Chirurgie bekommt, um das Fortschreiten in die Zirrhose zu verhindern. Also das Die NASH, das Stadium der NASH kann ein gewichtiges Argument sein für solche Patienten, wenn es darum geht, machen wir bariatrische Chirurgie oder nicht. Aber als alleinige Indikation ist es nicht etabliert, dass man jemanden einfach nur für die NASH bariatrisch operiert. Zur Zusammenfassung, im Rahmen der weltweiten Obesitas-Epidemie nahm die Prävalenz der NAFL ständig zu und liegt gegenwärtig bei 20-30% der Erwachsenen. Also fast jeder dritte bis jeder vierte Erwachsene über 18 Jahre hat eine Fettleber. Denken Sie daran.
Die NASH kann zu Zirrhose und HCC führen. NAFLD mit Hochrisikoprofil für NASH, das heißt Diabetes mellitus und Biomarker, die sollten weiter abgeklärt werden. Lifestyle-Interventionen sind wirksam, aber selten erfolgreich. Es gibt keine etablierte, zugelassene, gut wirksame und verträgliche Pharmakotherapie und die bariatrische Chirurgie in ausgewählten Patienten kann sinnvoll sein. Jetzt zur TED-Frage. Ich hätte mich für Punkt 2 entschieden. Der Patient hat eine Fettleber, das erhöhte Ferritin ist dadurch erklärt. Er braucht keine Aderlässe. Der Patient braucht eine Abklärung der Fettleber mittels Leberbiopsie. Da 45%, die Mehrheit hat sich dafür entschieden. Das sind alles Amerikaner, weil sie haben nach den amerikanischen Guidelines empfohlen. Und die Europäer wären eher so bei mir, bei Punkt 2. Damit schließe ich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.